Hallo, nun, was haben wir denn da? Sand, Bäume und was ist da zwischen den Blättern? Ein Ei, aber es ist ein komisches Ei. Es ist sehr länglich und sehr groß. Von wem ist es wohl? Warte, da kommt jemand. Wow, wen haben wir denn da? Das ist der Hulk. Und hier haben wir alle Superhelden, seine Freunde. Captain America, Iron Man, Hulk und Thor. Schau, wie verärgert Hulk schaut. Und hier steht, dass du mit Hulk spielen kannst, wenn du 4 Jahre oder älter bist. Drehen wir die Kiste um? Hier sehen wir Hulk in Aktion. Wow, was für eine Angst! Hulk ist wirklich sehr groß. Und wenn wir ihn aus der Kiste holen? Besser, nicht? Komm schon. Fertig. Wie groß er ist. Schau, wenn wir ihn rausholen, sehen wir ihn viel besser. Er kann die Arme bewegen. Was für Riesenhände. Der andere Arm. Und was für eine Faust. Er macht wirklich ein bisschen Angst. Und was für Muskeln er hat. Und dieses Gesicht. Er wirkt verärgert. Aber Hulk, bist du verärgert? Nein, ich bin nicht verärgert. Ich suche Pteranodon. Den Terra was? Den Pteranodon. Ich brauche ihn. Aber Hulk, ich weiß nicht, was das für ein Pteranodon ist. Ein fliegender Dinosaurier mit Kampf auf den Kopf. Hast du ihn gesehen? Nein, wirklich nicht. Such ihn mal. Ja, ja. Komm rein. Aber da ist ja ein Ei. Ah! Es ist der Pteranodon. Wow. Hulk, du wirst alles kaputt machen. Du wirst das Dinosaurier-Ei zerstören. Wohin gehst du damit? Genau das will ich. Geh weg, Pteranodon. Aber Hulk, wenn du es haust, machst du das Ei kaputt? Schau. Es ist schon runtergefallen. Ich mache es auf. Mal schauen, ob der Pteranodon ist, den du suchst. Hey, aber da ist ja gar nichts. Oh no! Schau, das Einzige in dem Ei ist ein Blatt, auf dem Pteranodon steht. Aber es ist niemand drin. Hulk, ich glaube, sie haben dich beschwindelt. Ah, wer traut sich, mir, Hulk, eine Falle zu stellen? Aber warte, da kommt jemand angeflogen. Mal schauen. Oh, das ist ja der Pteranodon, den du gesucht hast. Ja. Er ist sehr schön. Hulk, er hat ellenlange Flügel, übrigens. Hulk, der Pteranodon ist friedlich. Im Ernst? Ja, denn in Wirklichkeit wäre er ein Reptil, kein Dinosaurier, obwohl er denen wirklich sehr ähnelt. Was ihn am meisten ausmacht, ist der Kamm auf den Kopf. Niemand weiß, warum er den hatte. Die Flügel konnten bis zu 6 Meter lang sein und sie flogen wie die Albatrosse. Sie haben also im Wasser entspannt, weil sie auf dem Land sicher sehr unbeholfen waren. Übrigens haben sie Fische gegessen. Sowas. Also mir gefällt Pteranodon. Vielleicht kann ich ihn als Haustier behalten. Geht doch, oder Pteranodon? Wie findest du das? Willst du mit Hulk gehen? Gut, es scheint so. Er findet dich nett. Großartig, mal schauen, wenn Thor ihn sieht, wird er auch so einen wollen. Gut, das war's. Und denk dran, den Kanal von Tatetti Toys zu abonnieren. So wirst du als erstes alle Neuigkeiten erfahren. Denk daran, ich habe noch viel mehr Spielzeuge. Hallo, heute habe ich 2 Superhelden eingeladen. Ich weiß nicht, ob sie sich gut verstehen werden oder nicht. Ich habe meine Zweifel. Hier haben wir Spider-Man. Ich werde ihn aus der Kiste holen, weil Batman auch zum Spielen kommt. Glaubst du es? Werden sie Freunde werden? Ich bin nicht so sicher. Schau, werden wir als erstes Spider-Man anschauen. Sodass wir Batman hintanstellen. Du hier, Batman.
Warte einen Moment. Spider-Man. Wie cool. Seine Maske mit diesen riesigen Augen erinnert natürlich an eine Spinne, die er hier auf der Brust hat. Und hier haben wir Spider-Man beim Klettern. Hier steht, ab welchem Alter du mit ihm spielen kannst. Wenn du älter als 4 bist, kannst du auf jeden Fall mit ihm spielen. Ich werde die Kiste umdrehen. Schau, an der Seite finden wir wieder den gefürchteten Spider-Man. Nun gut, so furchteinflößend sieht er jetzt auch nicht aus, oder? Was denkst du? Hier hat er die Hand bereit, um sein Spinnennetz zu werfen und sich an die Gebäude zu hängen. Ich werde ihn aus der Kiste holen. Mal schauen. Hier, mal schauen. 1, 2. Mal schauen, ob wir Spider-Man aus der Kiste bekommen. Da ist er schon. Hallo Spider-Man, du bist schon frei. Jetzt kannst du die Gebäude frei beklettern. Batman, wir werden dich ein bisschen vordrücken, weil Spider-Man sehr groß ist. Und schau, wie sein Anzug glänzt. Er ist schon bereit, sein Spinnennetz auszuwerfen. Achtung Batman, komm nicht zu nahe. Schau, seine Arme, die Beine und ein bisschen der Kopf bewegen sich. Aber nur ein bisschen. Schau, von einer Seite auf die andere. Du musst dich ein bisschen anstrengen, aber zumindest kann man Gesten machen. Diese ganz typische Geste von Spider-Man, wenn er seinen Kopf zur Seite dreht und dich mit diesen geheimnisvollen Augen anschaut. Gut, und was hältst du davon, wenn wir auch Batman rausholen und ihn näher anschauen? Hier lassen wir Spider-Man und schauen Batman an. Der wartet schon. Sieh, Batman hat seinen Fledermaushelm auf. Seine Fledermaus auf der Brust. Fledermaus, ja? Denn viele sprechen das falsch aus. Und hier haben wir auch Batman in Aktion. Ha, er wirkt nett und alles auf diesem Foto. Und was haben wir an der Seite der Kiste? Aber Vorsicht, zuerst werde ich dir zeigen, ab welchem Alter du mit ihm spielen kannst. Schau, ab 3 Jahren. Und an der Seite der Kiste haben wir auch einen viel ernsteren Batman. In Angriffsposition. Hier sogar noch mehr. Hier sieht er so aus, als ob er Spider-Man entdeckt hat, denke ich. Ah, die Faust schon geballt. Dem Batman liegen die Kriegskünste gut. Er ist ein guter Kämpfer. Holen wir ihn aus der Kiste. Mal sehen. Hier haben wir ihn. Schon ist Batman aus der Kiste befreit. Er ist ein fliegender Superheld. Denn wie du weißt, fliegt Spider-Man nicht. Er klettert. Schau, hier hast du noch einmal die charakteristische Fledermaus von Batman. Und? Außerdem hat er gelenkige Arme. In seinem Fall hat er eine gelenkige Hand und auch Unterarme. Das Bein kann man auch ein bisschen bewegen. Es ist wie beim Kopf von Spider-Man, aber er bewegt ihn nur wenig und man muss sich ein bisschen anstrengen. Aber er kann auch Gesten machen. Und schau auf den Umhang der blauen Nacht. Denn Batman gefällt die Nacht sehr. Nun gut, Batman, hier hast du Spider-Man. Was denkst du? Ich weiß nicht. Sie sind nicht guter Laune. Wenn sich Batman mit Spider-Man auseinandersetzen würde, was meinst du, wer gewinnen würde? Denn schau, beide sind sehr schlaue Superhelden. Sie sind eigentlich sehr ähnlich, außer dass einer farbiger als der andere ist. Beide sind klug. Beide arbeiten in der Stadt, aber Spider-Man ist mehr in Aktion. Schau. Ui, er wirft sein Netz aus. Aber was ist los? Batman ist ein guter Stratege und wusste schon, dass Spider-Man das Spinnennetz auswerfen würde. Also ist er rechtzeitig gesprungen, dass er ihn nicht erwischt. Denn wenn, weiß er, was passiert. Ich bin nicht ganz sicher, wer diese Schlacht gewinnen würde. Nimm, Batman! Zass, zass! Batman ist ein großer Stratege und Experte in kriegerischen Künsten. Aber Spider-Man hat Superkräfte. Denk daran, dass sein Gehör und alle Sinne weiterentwickelt sind. Er kann nachts sehen und spielt mit allen Vorteilen der Spinnentiere. Bumm, zass, nimm! Ich finde, die Schlacht ist ziemlich ausgeglichen, oder? Ein Ninja gegen einen Superhelden mit Spinnensinnen und einer ungeheuren Kraft. Wir lassen sie besser kämpfen, denn der Streit könnte ewig dauern. Du, was denkst du, wer gewinnt? Wähle einen der beiden aus und gebe einen Kommentar ab. Ich gehe, aber davor, denk daran, den Kanal Tatetti Toys zu abonnieren. Ich habe noch... Hallo, heute habe ich 2 Superhelden, der Rächer, mitgebracht. Willst du schauen, wer es ist? Tada, hier haben wir Captain America. Den lassen wir hier. Und wer kommt da noch? Tada, der mutige und gefürchtete Thor. Oh, schauen wir uns sie mal genauer an. Schau, legen wir die Kiste beiseite und nähern uns Captain America. Thor, du bleibst hier einen Moment.
Er hat einen Stern mit 5 weißen Punkten auf der Brust. Auf der Maske steht A für Captain America und die Farben der Flagge der Vereinigten Staaten. Und hier ist sein Schild. Was wäre auch Captain America ohne sein Schild? Und schau, hier sind seine Freunde Iron Man, Hulk und Thor. Gut, ist Thor sein Freund? Wir werden sehen. Übrigens muss ich noch erzählen, ab wie vielen Jahren du mit Captain America spielen kannst. Ab 4 oder mehr natürlich. An der Seite haben wir noch einmal Captain America, beim Rennen oder stehend. Aber er macht immer etwas. Und schau, hinten dran haben wir wieder Captain America mit seinem Schild. Soll ich ihn aus der Kiste holen? Ja, komm. Also hier. Das wird viel einfacher sein. 1, 2 und endlich holen wir Captain America raus. Hier haben wir ihn mit seinem Schild. Holen wir das Schild aus der Plastiktüte. Schau, wie schön. Wow. Und wo bringt man denn dieses Schild? Bei Captain America an? Ich glaube, er hat es bei seinen Handschuhen. Bei dem oder bei dem. Das ist egal. Wir werden es ihm in die rechte Hand geben. Hast du gemerkt, wie es passt? Hier, machen wir es so und schon fertig. Es ist sehr einfach. Jetzt hat er schon sein Schutzschild. Captain America bewegt seine Arme. Schau mal. Und der Kopf bewegt sich auch. Ein bisschen zu beiden Seiten. Bei dem ist es ein bisschen schwieriger, ihn zu bewegen. Aber schau, wie er sich neigt. Yeah. Hey, Captain America, geh nicht so weit. Wir werden Thor vorstellen. Bleib ein bisschen hinten. Was hältst du von dort? Jetzt bringen wir Thor. Schau, Thor, was für ein schöner mittelalterlicher Aufzug. Er ist ein echter Krieger mit diesem Leibchen und den Metallketten an den Armen. Ob er seinen Hammer hat? Wenn wir ihn rausholen, wissen wir es. Wie gern ich wissen möchte, ob er ihn dabei hat. Schau, Thor, ist auch für Kinder ab 4 Jahren und mir gefällt das Foto auf der Seite der Kiste. Hier haben wir ihn mit kämpferischer Haltung in voller Aktion. Und hinten dran sieht man ihn mit dem Hammer in der Hand. Ich öffne die Kiste. Was denkst du? Ich will wissen, was bei Thor dabei ist. Und natürlich trägt er seinen Hammer Mjolnir. Tada! Wie schön! Wie schön! Hier haben wir... Hier haben wir ihn mit seinem schwarzen Anzug. Machen wir die Kiste weg, um ihn gut sehen zu können. Und ja, er trägt seinen Hammer. Zum Glück. Wie sollte er sonst gegen Captain America kämpfen? Geben wir ihm sein Mjolnir oder Hammer in die Hand. Hier. Sehr gut, das passt perfekt. Jetzt bist du bereit zum Kämpfen, Krieger. Hier haben wir ihn mit seinem fantastischen schwarzen Leibchen und seinem Gesicht, was wirklich ziemlich Angst macht, und diesen mittelalterlichen Helm. Bei Thor kann man auch die Arme und den Kopf bewegen. So, lassen wir ihn besser so, damit er Captain America mehr erschreckt. Und hier haben wir ihn mit seinem Superheldenumhang, obwohl er nicht fliegt. Aber gut, er hat einen Superheldenumhang, um den anderen mehr zu imponieren. Aber Captain America, was machst du? Es kann doch nur Thor den Hammer schwingen. Davor hat das doch noch niemand hinbekommen. Aber komm, Captain America, wie wagst du es nur, Mjolnir zu nehmen? Niemand kann ihn nehmen, nur ich. Bezweifelst du etwa, du ramschiger Superheld? Was sagst du? Willst du Streit? Was ist, wenn ich diesen verflixten Hammer nehme, den du trägst? Das wird nicht passieren, probier es nur. Haha, ich habe es dir ja gesagt, nur ich kann Mjolnir benutzen. Er hat sich bewegt. Aber wie hast du das gemacht? Dickköpfiger Krieger, weißt du nicht, dass nur die mit einem reinen Herzen diesen Hammer bewegen können? Wir zweifeln es nur, Captain America. Aber du hast mich wirklich überrascht. Kann sein, dass du den Hammer nicht schwingen konntest, aber nie hat jemand ihn auch nur einen Millimeter bewegt. Und du hast es getan. Ja, aber ich kann nicht mehr mit ihm, nimm alles, Thor. Komm her, komm mit deinem Herrn Mjolnir. Viel besser. Wollen wir einen Kampf anfangen? Ich bin gerade müde, aber ich sage nie nein zu einem Kampf unter Freunden. Na gut, das sagt man nicht. Gut, und ich dachte, sie wären Feinde. Hier lasse ich sie beim Kämpfen. Das tut ihnen ganz gut. Und das auch noch unter Freunden. Der eine mit seinem Schild, der andere mit seinem Hammer.
Ich glaube, die Kräfte sind ziemlich ausgeglichen. Ich gehe, aber davor, denk daran, den Kanal von Kitty Toys zu abonnieren. Ich habe noch viel mehr Spielzeug für dich.